Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Spezialwebinar. Jetzt auch zum Jahresende. Heute auch mal tatsächlich mein letztes Webinar in diesem Jahr. Und deswegen freue ich mich auch insbesondere für das über das Thema heute. Denn das Thema heißt VPOC Helpdesk. Und ja, war schon eigentlich schon lange angedacht, dass wir das Webinar mal machen. Und Timo kam dann auch auf uns zu und hat das entsprechend auch vorgeschlagen. Und ich freue mich sehr, dass er mit uns das Webinar heute macht. Also zum Thema VPOC und ja, die ganzen Funktionen haben wir heute wirklich den richtigen Ansprechpartner, den Timo Kosiol. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute Abend live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und wie immer, bevor ich an den Timo übergebe, müssen wir kurz über den Risikohinweis sprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar entsprechend bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es wahrscheinlich weniger ums Live-Trading heute gehen wird. Aber nichtsdestotrotz muss an der Stelle gesagt sein. Gut, Timo, bist du denn ready und kann ich dir den Bildschirm übergeben? Ja, auf jeden Fall, Ja, definitiv. super, dann mache ich das doch und ja, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Das wäre die Frage, welcher Bildschirm? Das ist ja bei. Jetzt fängst du auch schon damit an. Wie beim Dirk. Ja, Normalerweise hätte ich jetzt gesagt Monitor 2, aber bei dir weiß ich es noch nicht. Ja, aber du kannst sogar recht haben. Also irgendwas blinkt hier bei Monitor 2. Ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn jetzt alles richtig ist, dann müsstet ihr jetzt so eine Startseite von mir sehen. Das tun wir. Ja, siehst du Ah mal. ja. Frag mich doch einfach. Genau, warum glaube ich dir eigentlich nicht immer einfach nur? Das ist doch, ne, wäre viel einfacher. Neuer Vorsatz für dich fürs nächste Jahr. Ja, genau. So, dann sage ich auch mal Moin Moin in die Runde hier aus dem weihnachtlichen Köln. Naja, obwohl so weihnachtlich ist das Ganze hier gar nicht, weil wir haben es so schon ziemlich warm hier noch. Also Schnee ist ja in Köln eh so schwierig, aber habe ich gedacht, dann mache ich zumindest virtuell das Ganze mal so ein bisschen weihnachtlich. Also ich freue mich auf jeden Fall auch mal wieder hier bei FXFlat zu sein und auch mit dir mal wieder ein Webinar zu machen, Nelson. Das ist ja auch schon etwas länger her, glaube ich, ne? Aber ich Das freue mich wie stimmt, ja. Bolle, dass Ich mich wir auch. hier mal wieder ein Webinar zusammen machen. Sehr gut, ich mich auch. Okay, prima. Gut. So, wir Deine sind ja kurz vor Mütze Weihnachten. kommt gut an. Meine Mütze kommt gut an. Ja, das ist, ne? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil es wird jetzt schon heiß quasi unter der Mütze, ne? Dass ich irgendwie einen ziemlich heißen Kopf gleich kriege. Mal gucken, vielleicht muss ich die irgendwie gleich ausziehen, weil es wird schon ziemlich heiß unter der Mütze, definitiv. Genau. So. Aber zurück zum Thema. Wir haben ja kurz vor Weihnachten, oder es ist kurz vor Weihnachten, und Weihnachten gibt es ja immer so ein paar Geschenke. Und da habe ich mir auch überlegt, dass ich quasi auch mal ein kleines Geschenk mache. Und zwar gibt es jetzt eine Weihnachtsaktion von meinen Tools. Das heißt, es gibt 10% Rabatt auf die Tools. Den Link, den müsstet ihr gleich hier irgendwo unten ne, sehen. Der läuft hier, glaube ich, so entlang. Könnt ihr mal draufklicken, drauf gehen. Da gibt es, wie gesagt, 10% Rabatt auf meine Tools. Gut, wie Nelson schon gesagt hat, heute haben wir ja VPOC das Thema oder VPOC ist das Thema. Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, VPOC, warum? Warum mache ich jetzt ein Webinar über VPOC? Ist ganz einfach, weil ich das Programm quasi programmiert habe. Also ich habe das VPOC oder VPOC für den Orkan programmiert. Das heißt, ich weiß ganz gut, was das Programm so macht, wie es so unter der Haube abgeht im Programm. Und weil ich sowohl in Dirks Gruppe als auch von FXFlat, vom Support immer wieder so dieselben Fragen bekommen habe, habe ich gedacht, okay, das macht vielleicht Sinn, dass man das Ganze irgendwie ein bisschen bündelt, dass man da mal ein Webinar zu macht und ja, auf so wiederkehrende Fragen einfach mal eingeht. Genau. Und darum soll es heute quasi in dem Webinar in der nächsten Stunde sozusagen gehen. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch genug geredet.
und gehen mal rüber in den Chart. So. Genau. Ihr könnt fleißig die Fragen in den Chat schreiben. Ich habe zuerst noch so ein paar Fragen per E-Mail bekommen. Die würde ich irgendwie zuerst machen. Und dann gehe ich auf jeden Fall auf eure Fragen ein, die ihr jetzt hier schön fleißig in den Chat schreibt. So, machen wir mal das ganze Ding auf, machen wir mal den DAO auf. Und generell macht es, glaube ich, Sinn, dass ich mal so anfange und so ein bisschen erkläre, was jetzt das VPOC-Modul genau leisten kann, was es irgendwie nicht leisten kann, weil da habe ich so festgestellt, da gibt es auch schon so die ersten kleinen Missverständnisse. Also packen wir uns das ganze Ding mal auf den Chart. So. So, machen das hier ein bisschen größer. Das VPOC-Modul besteht im Prinzip aus zwei Komponenten. Also die Aufgabe des VPOC ist es ja, das Volumen vom Future auf den CFD zu bringen. Das heißt, ich bin jetzt hier im US30 Mini unterwegs, im CFD, aber ich möchte gerne mir das Volumen vom Future anzeigen lassen, hier in meinem CFD. Und das Ganze darf man jetzt nicht damit verwechseln, dass das VPOC jetzt irgendwie so eine Art Datenfeed ist. Also ich bekomme jetzt nicht, wenn ich jetzt das VPOC-Modul auf meinen Chart lade, nicht den kompletten Future-Datenfeed, den man unter anderem ja hier auch bei FXFlat irgendwie dazu buchen kann. Das ist also in dem Moment jetzt kein Ersatz für den Datenfeed, sondern eher so ein bisschen was anderes. Und da, glaube ich, ist oft schon so ein kleines Missverständnis, dass man denkt, okay, komm, ich hole mir das VPOC, dann habe ich meinen Datenfeed und alles super, brauche ich das andere nicht mehr. Sondern was das VPOC macht, es besteht im Prinzip aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist, dass es eine Serveranwendung gibt. Von der kriegt man als Nutzer nicht so wirklich was mit. Das heißt, auf dem Server läuft ein entsprechendes Programm und kontrolliert und guckt, wie dort das Volumen ist und errechnet auf dem Server das Volumen. Also berechnet quasi den Point of Control, die Value Area, also High, Low und so weiter, den VWAP. Das Ganze wird quasi auf dem Server berechnet und dann entsprechend komprimiert an den Client geschickt. Und der Client ist letztendlich das, was man hier unten so sieht. Also ne, dieses Tool hier. So, ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich lade mal noch kurz mein Zeichentool. Kurz einen Moment. So, da bin ich wieder. Also, ne, das ist hier quasi das VPOC-Modul, das ist der Client sozusagen. Und warum macht man das jetzt, dass man die Daten quasi komprimiert, auf dem Server berechnet und dann quasi rüberschickt? Das sind zwei Gründe. Zum ersten, weil der Client, also das Modul, was ihr hier im Chart seht, weil das nicht mehr selbst irgendwelche Berechnungen anstellen muss. Ne, das hat den Vorteil, dass halt dadurch eigentlich so gut wie gar keine Ressourcen benutzt werden im MetaTrader. Sondern das Einzige, was das Modul letztendlich macht, ist hier die entsprechenden Linien hier so anzuzeichnen, einzuzeichnen. Ne? Viel mehr macht das Modul eigentlich gar nicht, weil die Hauptarbeit, die Hauptrechenlast letztendlich auf dem Server passiert. Und der weitere Vorteil ist, dadurch, dass wir quasi den Server zur Verfügung haben mit allen Rechenkapazitäten und Ressourcen, kann das VPOC-Modul auf dem Server quasi hingehen und gucken und wirklich jeden Tick auswerten. Ne? Jeden Tick gucken, okay, wie viel Volumen war jetzt in dem Tick drin, ne? Wie viel Buy-Volumen, wie viel Sell-Volumen und so weiter. Und es ist ja teilweise so, dass wenn richtig Alarm und Action im Markt ist, kann das ruhig mal sein, dass irgendwie 10, 20 Ticks pro Sekunde reinkommen. Also Ticks sind in dem Moment Kursstellungen, Preisstellungen. Ne? Und es ist für den Client schon irgendwie, wenn man noch andere Indikatoren hat und den Serial Trader laufen hat und so, dann kann es auf jeden Fall sein,
dass ganz schön viele Ressourcen dann in dem Moment gebündelt werden. Und quasi um das zu umgehen, haben wir die Server-App, die wirklich eine volle Ressourcen zur Verfügung hat, jeden Tick analysieren kann und entsprechend berechnen kann und muss sich da nicht um irgendwelche Ressourcenangelegenheiten so wirklich kümmern. So, und das ist der Vorteil bzw. der Grund, warum wir das so ausgelagert haben. Also einmal Server-Anwendung, einmal Client-Anwendung. So, das war jetzt eine relativ große Ausschweifung sozusagen, ne? Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei und habt soweit verstanden, wieso, warum, weshalb wir das so gemacht haben. Genau, da kommt nämlich noch ein weiterer Hinweis von dem Dirk, der sogar auch hier ist. Grüß dich, Dirk. Und zwar, der weitere Vorteil ist natürlich auch, gut, dass du es erwähnst, weil wir haben ja nicht nur einen Markt hier, also ich bin jetzt ja hier im Dow Jones. Wir haben 15 Märkte, glaube ich, die wir gleichzeitig dann auf dem Server analysieren. Also DAX, Dow, Euro, die ganzen Majors, Gold, Silber ist, glaube ich, auch dabei, Öl, das heißt, die ganzen Futures, die werden halt zeitgleich auf dem Server analysiert, geguckt, berechnet und dann quasi dahingeschickt. Also möchte man das oder würde man das quasi alles auf dem Client hier machen, dann wäre der relativ schnell überlastet. Ne? Genau. Außerdem, genau, was Dirk auch noch schreibt, wenn man quasi ne, entsprechend das alles, die ganzen Datenfeeds dann auch buchen würde, dann wäre das natürlich auch um einiges teurer. Gut, so. So, jetzt habe ich zumindest so ein bisschen die Struktur erklärt, wie das aufgebaut ist. Warum habe ich das erklärt? Ganz einfach, weil sich daraus auch so ein paar grundlegende Sachen ergeben, die zumindest in meiner Wahrnehmung oft so ein bisschen falsch verstanden worden sind. Und das ist diese ganze Zeitsache, die ganze Time Range, die man hier unten einstellen kann. So. Und zwar kommt so oft die Frage, die kam jetzt auch in einer E-Mail, okay, ne, welche Time Range stelle ich dann am besten ein und ne, welchen Timeframe sollte man irgendwie nutzen? Und da gibt es eine ganz klare und einfache und im Prinzip auch einfache Antwort. Das ist ziemlich egal. Ne? Warum ist das egal? Weil die Zeit, die ihr hier unten einstellt, ich habe jetzt zum Beispiel 6 bis 22 Uhr eingestellt. Ich kann jetzt hier auch meinetwegen 8 bis 22 Uhr einstellen oder kann hier meinetwegen 8 bis 18 Uhr einstellen. Okay, das ändert im Prinzip nur was an der Darstellung. Also wann zum Beispiel hier diese vertikale Linie wird gezeichnet, um 8 Uhr, wann das Ganze beginnen soll. Und um 18 Uhr ist halt Schluss, ne? Also hier ist 18 Uhr, da wird es halt nicht weitergezeichnet. Es spielt aber gar keine Rolle für die Berechnung, für den Point of Control zum Beispiel, für den VWAP und so weiter. Ist diese Uhrzeit komplett egal, weil, wie gesagt, das Ganze schon auf dem Server berechnet wird. Und es ist immer so, man überlegt sich ja auch, okay, ne, was macht am meisten Sinn, wie zu berechnen, was wird am meisten von den meisten Marktteilnehmern so beachtet, sage ich mal. Und natürlich kann man jetzt einstellen, man kann zum Beispiel in anderen Programmen kann man irgendwie eine Uhrzeit einstellen, meinetwegen 10 Uhr bis 12:30 Uhr. Dann sehe ich halt wirklich den Point of Control, den VWAP von 10 bis 11:30 Uhr. Die Frage ist, was für eine Aussagekraft hat das Ganze überhaupt? Ne? Also dann sehe ich zwar, okay, da lag jetzt in diesem Zeitraum mit diesem Volumen der Point of Control, aber hat das irgendeine Aussagekraft für meinen Handel oder? Also ich suche mir ja Punkte im Handel, wo ich glaube, dass mehrere Marktteilnehmer diesen Punkt vielleicht sehen werden und wo vielleicht irgendeine Aktion passieren kann. Und da suche ich mir halt natürlich Sachen aus, wo ich weiß, dass mehrere Marktteilnehmer es auf jeden Fall auch so nutzen. Ne? Und da gibt es halt so, Standard ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel den VWAP oder das Volumen berechnet, dass es immer auf 24-Stunden-Basis berechnet wird. Ne? Also wirklich von Future-Eröffnung bis Future-Ende wird das Volumen durchberechnet, gerechnet und entsprechend bekommt man dann die Werte für Point of Control, für VWAP und so weiter. Und genauso machen wir das auch.
Das heißt, die Daten, die auf dem Server berechnet werden, gehen immer quasi vom Future Start bis zum Future Ende aus. Und genauso werden die Sachen auch quasi rüber zum Client geschickt und genauso zeigt er das Ganze auch an. Das heißt, die Uhrzeit hier unten, die ich einstelle, ist wirklich nur für, um mir zu zeigen, okay, hier der vertikale Strich bedeutet, okay, da fängt meine Time Range, die ich hier unten eingestellt habe, an und 18 Uhr hört sie auf. Hat aber nichts, wirklich gar nichts mit entsprechend den Volumendaten zu tun, weil die bleiben immer gleich, weil die kommen ja vom Server. Gut, genau, also von daher die Frage, ne, welche Time Range stelle ich denn da ein? Was macht denn am meisten Sinn? Also per Default ist, glaube ich, eingestellt 18 bis 2 oder 8 bis 22 Uhr. Und das ist schon auf jeden Fall eine gute Basis. Die macht in allen Märkten Sinn, ne? Weil es sei denn, man möchte jetzt gerne, keine Ahnung, um 6 Uhr schon den DAX handeln, kann man da auch 6 Uhr einstellen. Aber in der Regel ist 8 bis 22 Uhr gewählt worden, weil früher der DAX auch ne, von 8 bis 22 Uhr, also der Future lief, ne, das wurde ja irgendwie vor 2 Jahren oder so geändert, 3 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, haben sie ja die Zeiten des Futures geändert, aber früher war 8 bis 22 Uhr die normalen DAX-Future-Zeiten und von daher haben wir diesen Wert da gewählt und der ist eigentlich im Prinzip für alle Märkte auch ein guter Standardwert, vor allem, wie gesagt, weil es ja nichts an den wirklichen Volumendaten ändert. Gut, ja. Ich hoffe, dass der Punkt jetzt so ein bisschen klar geworden ist, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss, um jetzt zu verstehen, wie das VPOC-Modul arbeitet und warum irgendwie sich die Daten nicht ändern, wenn ich jetzt hier unten eine andere Uhrzeit eingebe. Glasklar, schreibt der Reinhard. Super. Prima. So, dann, genau, gehen wir mal weiter auf die Fragen ein, die ich jetzt hier noch per E-Mail bekommen habe. Wenn ich VPOC neu öffne, wird 8 bis 15 Uhr vorgegeben. Wie kann man diese Grundeinstellung ändern und auch die Linienstärke dauerhaft ändern? Also, in der Regel wird das Ganze gespeichert, wenn man jetzt das Programm vom Chart entfernt. Also ich habe jetzt hier 8 bis 18 Uhr eingegeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Programm wieder entferne und neu auf den Chart ziehe, dann sollte es in der Regel gespeichert bleiben sein. Genau. So, jetzt kann ich hier irgendwie, mache ich hier wieder 22 Uhr, trage jetzt hier wieder 6 Uhr ein und werfe das wieder aus dem Chart. Das heißt, in dem Moment, wo es entfernt wird, wird es gespeichert und lade es nochmal drauf. Und 6 bis 22 Uhr ist gespeichert. Genau, also einfach vom Chart entfernen, beziehungsweise wenn man den Timeframe wechselt, dann wird das auch gespeichert. Was mir nur gerade einfällt, was ich letztens gesehen habe bei jemandem, dass derjenige mit Chartprofilen gearbeitet hat. Das heißt, also ich arbeite nie mit Profilen, aber hier kann man ja unter Chartprofile kann man ja entsprechend Profile abspeichern. Und es ist halt so, wenn ich jetzt dieses Profil hier abspeichere, wird alles so, wie ich es jetzt gerade eingestellt habe, abgespeichert. Ne? Also nicht nur Linien, die ich jetzt hier selbst in den Chart zeichne, sondern wirklich komplett alles. Also alles, was ihr jetzt hier seht, wird abgespeichert und wenn ich es neu lade, wird entsprechend, werden die Einstellungen auch wieder geladen. Also meine klare Empfehlung, und ich glaube auch, dass da ist Dirk so ein bisschen d'accord damit, dass man diese Chartprofile eigentlich nicht nutzen soll. Weil, wenn man sich mal anschaut, rechte Maustaste, Objektliste und dann entsprechend mal auf alle Objekte schaut, ne? Alles, was ihr jetzt hier in dieser Liste seht, wird abgespeichert von dem Chartprofil und wieder geladen. Das heißt, da ist jede Menge Zeugs drin, was nicht gebraucht wird, weil der Serial Trader und auch die Add-ons das Ganze wieder neu quasi zeichnen, neu ja, auf den Chart bringen, wenn man die Sachen lädt. Und ganz im Gegenteil, wenn da so alte Sachen noch drin sind, kann das des Öfteren
auf jeden Fall zu Problemen führen, dass man irgendwie darstellerische Probleme hat, also dass die Darstellung irgendwie komisch aussieht, dass da alte Objekte drin sind, die irgendwie nicht richtig gelöscht werden. Ne, ganz, ganz viele Sachen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, diese Chartprofile nicht zu nutzen, ne, sondern es gibt ja auch andere Wege, wie man jetzt zum Beispiel hier die Linien, die man in den Chart zeichnet, abspeichern kann. Ne, und alles andere braucht ihr im Prinzip nicht abspeichern. So, also genau, Linienstärke dauerhaft ändern. Also ich denke mal, Linienstärke ist jetzt, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen reingehen. So, Linienstärke ist zum Beispiel hier Linienstärke vom V-Web, vom OWP gemeint und so weiter. Die kann man nicht dauerhaft speichern. Das heißt, jedes Mal, wenn man das Ding vom, also es gibt, man kann das, glaube ich, wenn man jetzt hier unter Indikatorlisten geht, VPOC, ich glaube, ne, da kann man hier irgendwie rumfummeln, bringt aber relativ wenig, weil sobald man irgendwie den Timeframe wechselt oder das Ding vom Chart entfernt und wieder draufzieht, wird es auf jeden Fall wieder gelöscht beziehungsweise auf Standard zurückgesetzt. Ja, das, ich meine, das wäre jetzt eine Option, wäre eine Überlegung wert, ob man das irgendwie noch mit einbaut und sagt, okay, komm, man kann irgendwie Linienstärke, Liniendicke irgendwie danach definieren. Das müsste man sich mal durch den Kopf gehen lassen, ob das irgendwie Sinn macht oder ob das gegebenenfalls irgendwie mit der grafischen Darstellung irgendwo im Konflikt steht. Ne? Das muss man mal schauen. So. Orkan sprach am 24.11. von kleinen Fehlern bei der Darstellung vom V-Web. Ist das zwischenzeitlich erledigt? Also das ist jetzt die Frage, was er jetzt genau meint. Also ich habe das Webinar jetzt nicht gesehen, was er jetzt mit Fehlern bei der Darstellung von V-Web meinte. Also mir ist jetzt im ersten Moment jetzt mal nichts bekannt, aber ja, also wenn du da irgendwie noch nähere Infos hast, was er meinte mit Fehler bei der Darstellung wie Web, dann kannst du mir das ja irgendwie nochmal schreiben. So, was ist und wie handle ich OWAP? Das kann ich leider nicht sagen. Also ich weiß natürlich, also OWP ist hier, ne, das Ding und entsprechend diese gelbe Linie. Da ist, machen wir den mal aus. Also diese gelbe Linie hier, ne, das ist der OWP. Also ich weiß halt, wie diese berechnet wird, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie man daraus jetzt irgendwie einen Handelsansatz ableitet, weil ich die wirklich noch, glaube ich, noch nie benutzt habe. Ne? Also da müsstest du am besten mal bei Orca nachfragen oder ich gehe mal fast davon aus, dass er auch irgendwie Webinare oder Videos dazu gemacht hat, was das ganze Ding ist, wie man damit handelt. Wie gesagt, ich handle nicht damit, von daher kann ich ja gar nicht sagen, was man jetzt genau damit macht und wie man das am besten nutzt. So, und jetzt die wichtigste Frage. Die Frage gefällt mir natürlich. Wie nutzt du, beziehungsweise wie könnte man VPOC eventuell nur Teile davon als Ergänzung zu Ghost und Toolbox, also Ghost ist ja mein Programm und die Toolbox auch, sinnvoll nutzen? Also ich nutze das insofern zusammen, dass ich mir anschaue, also ich habe ja meine GP3-Strategie, wo es ja auch Videos auf meinem Kanal zu gibt und da suche ich ja nach Einstiegen und gucke, okay, was ist da in der Nähe, was meine Parameter, was mein Setup unterstützt. Und da ist es natürlich schon schön, wenn jetzt beim Einstieg, ne, hier irgendwie noch der Point of Control liegt oder der V-Web in der Nähe ist oder so. Das heißt, ich kombiniere dann die verschiedenen Dinge aus der GP3-Strategie mit den Sachen wie Point of Control, wie V-Web oder die Value Area. Aber ich handle jetzt nicht komplett allein danach. Also ich würde jetzt hier, also hier mein, ich meine, hier sieht es natürlich jetzt in dem Moment gut aus, ne? Ist die Frage, ob der Point of Control vorhin hier auch schon lag. Ne, sieht man, sagt man jetzt natürlich, wenn man das so im Nachhinein sieht, ja Mensch, hätte ich einfach long gehen können und gut ist. Ne? Aber so einfach ist es ja nicht. Und ich bezweifle fast auch ein bisschen, dass vorhin der Point of Control hier schon lag.
Also nochmal, um zusammenzufassen, ich schaue mir an, ne, was gibt die Toolbox her, kombiniere dann irgendwie die Linien aus der Toolbox, gegebenenfalls mit den Linien aus dem VPOC und entsprechend mit der GP3-Strategie und nutze das als Ergänzung, als weiteres Einstiegskriterium, um mich dort quasi dann im Markt zu positionieren. So. Dann. So, gehen wir noch weiter. Dann habe ich noch eine weitere E-Mail bekommen. Und zwar, ich frage mich nun, also ich überspringe oder ich kürze das jetzt mal ein bisschen ein. Da geht es darum, dass jemand quasi jetzt das VPOC-Tool quasi neu quasi erworben hat, beziehungsweise auf den Chart gezogen hat. Und dann schreibt er, ich frage mich nun die ganze Zeit, wieso der VWAP-Indikator nicht am gleichen Preisniveau hängt, sondern mehrere Minuten hinten liegt. Siehe Screenshot. So, und dann hat er noch einen Screenshot damit ge geschickt. Und Screenshot ist der hier. Was er jetzt meinte, entsprechend, hier ist ja der VWAP, ne, und der OWP und hier ist der Point of Control und hier sind quasi die Kerzen. Ja. So, und warum werden die Sachen hier nicht entsprechend weitergezeichnet? Warum sehe ich die hier nicht mehr? Ne? So, also müsste er quasi so aussehen. Das ist im Prinzip seine Frage. Und da sind wir wieder bei den Zeiteinstellungen hier. Ne? Also, ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, hey, ich möchte es nur bis 15 Uhr angezeigt bekommen. Ne? So, dann entsprechend sieht man hier, dann wird halt hier um 15 Uhr ein Cut gemacht, wird nicht weiter gezeichnet und entsprechend deshalb laufen die Kerzen jetzt hier zum Beispiel ins Leere, beziehungsweise er meint, die hängen halt so ein bisschen hinterher. So, genau, das war jetzt die Frage. Genau, also einfach hier entsprechend dann Zeit verlängern sozusagen, 22 Uhr eintragen. Gutes. So, dann geht es noch weiter. Ich habe noch ein weiteres Problem. Immer wieder zeigt es den VWAP, OWP und Supertrend gar nicht an. Ich muss die Charts mehrmals neu laden, beziehungsweise MetaTrader komplett schließen, dass ich auch beim Switchen der Timeframes von 5 Minuten, 10 Minuten und so weiter, beispielsweise die Anwendung StereoTrader einfach komplett aufhängt. Ich sehe das anhand der Uhr oben, wenn die Sekunden nicht mehr weiterzählen. Ist das Problem bekannt? Also zwei Sachen können da irgendwie das Problem sein. Zum Ersten, wenn jetzt, oder beziehungsweise, es gibt ja hier unten den Refresh-Button, ne, im Tool. So. Da kann ich draufklicken und dann entsprechend werden die Sachen neu gezeichnet. Aber sprich, die Sachen werden nicht neu vom Server runtergeladen, sondern einfach nur die Sachen, die jetzt quasi schon mal runtergeladen wurden, die werden neu gezeichnet. Möchte ich jetzt erzwingen, dass wirklich die Daten komplett neu vom Server geladen werden und die alten gelöscht werden, sodass ich sicher sein kann, dass ich wirklich die aktuellsten Daten habe, muss man die Steuerungstaste gedrückt halten, Steuerungstaste gedrückt halten und dann auf Refresh drücken. Also, ne, am besten aufschreiben, Steuerungstaste gedrückt halten, auf Refresh drücken. In dem Moment werden alle lokalen Daten gelöscht vom VPOC, also von heruntergeladenen Future-Daten und neu vom Server geladen. So, dasselbe mache ich jetzt hier. Das steht auch nochmal beim Serotrader. Hier unter Chart gibt es ja auch nochmal diesen VPOC-Knopf. Und damit ich auch wirklich sicher sein kann, ne, und sicher sein will, dass wirklich auch alle Zeichnungen hier nicht irgendwie gecached werden, sondern wirklich neu berechnet werden, mache ich dasselbe hier. Da kommt auch so ein Hinweis. Da steht Control-Click to Rebuild. Ne? Das heißt, hier mache ich dasselbe. Steuerungstaste gedrückt halten, auf VPOC hier klicken und entsprechend wird das Ganze dann wirklich nochmal neu berechnet. So. Das heißt, wenn das Problem auftritt, dass die Sachen irgendwie vielleicht nicht angezeigt werden, dann mal diese beiden Sachen probieren.
Also hier Steuerungstaste Refresh drücken und Steuerungstaste VPOC drücken. So. Zum Zweiten, das glaube ich, ist mir hier aber eher der Fall, oder das ist, glaube ich, hier eher der Fall. Es gibt ja immer noch so ein kleines Problem mit den MetaTrader-Versionen und dem SeroTrader und den Add-ons, und da gibt es so eine gewisse Unverträglichkeit mit den neuen Versionen vom MetaTrader. Von daher, also wenn du eine neue Version hast, ich sag mal neuer als 27,55, dann würde ich fast darauf wetten, dass das Problem ist. Und um das Ganze, und du kannst einen Workaround anwenden. Und zwar gibt es ältere Versionen, ältere MetaTrader-Versionen, die du installieren kannst, beziehungsweise es gibt ein Tool von mir, wo du quasi downgraden kannst. Ne? Machst du ganz einfach. Du gehst auf daytradertools.de. So, gehst hier oben auf Kontakt, trägst die Sachen hier ein. Ganz wichtig ist jetzt das Subject bzw. Der Betreff. Und zwar trägst du da MT Downgrader ein. Genau so geschrieben, weil dann kriegst du quasi instant eine E-Mail zurück mit einem Link von einem Programm von mir, was ich geschrieben habe, wo du die alte Meta oder eine ältere MetaTrader-Version runterladen kannst, die von mir getestet worden ist, die von Dirk getestet worden ist und womit auf jeden Fall der SeroTrader problemlos arbeitet und ja, funktioniert. So, also das scheint mir eher so das Problem hier zu sein. So, genau, mir fällt noch eine Sache ein, die das war's nicht, die ich noch entsprechend erwähnen wollte, weil ich das auch auf irgendeinem Chart gesehen habe. Mal irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wo und wie und was und warum. Und zwar, im ersten Moment klingt es ja logisch, dass man jetzt hier sagt, okay, komm, ne, der Future läuft jetzt, also der Dow Jones jetzt in dem Moment, der läuft jetzt von, ich glaube, von 23 Uhr bis 0 Uhr, oder? Von 0 bis 23 Uhr. Auf jeden Fall die Zeiten, die jetzt hier 0 bis 23 Uhr, genau. So, die hier eingestellt sind. Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen und kann sagen, hey, ne, ich trage jetzt hier einfach 0 bis 23 ein. So, ist ja erstmal logisch, macht vielleicht auch Sinn, dass man das denkt, und es geht wahrscheinlich auch in 99% der Fälle geht's gut. Aber ich sage euch jetzt, warum es manchmal nicht gut geht. Weil es ist ja nun mal so, der Future, der läuft mit einer anderen Taxierung. Das heißt, es gibt ja immer so eine gewisse Abweichung zum CFD. Ne? Also wenn jetzt irgendwie der CFD jetzt hier bei, keine Ahnung, 34.700 steht, dann steht der Future jetzt im Moment bei, keine Ahnung, 34.595 zum Beispiel. Ne? Also irgendwie 105 Punkte tiefer. So. Und was ja das VPOC macht, ist berechnet ja die Abweichung zum Future. So, da gibt es einen Algorithmus und so weiter, der das Ganze irgendwie berechnet. Dieser ganze Algorithmus ist aber dazu ausgelegt, beziehungsweise er basiert darauf, dass wir auch wirklich Ticks und Volumen und auch letztendlich Kerzen im Markt haben. Wenn ich jetzt hier eine Uhrzeit von 0 Uhr angebe und ich bin zum Beispiel im 1-Chart, im 1-Minuten-Chart und irgendwie 5 Minuten lang kommen keine Ticks rein, das heißt, weil gar kein Volumen im Markt ist und entsprechend man hat auch gar keine Kerze, man sieht das in der Regel dann, dass man hier irgendwie nur so kleine Striche hat, ne? So. Dann führt das zu dem Problem, dass die Abweichung nicht wirklich korrekt berechnet werden kann. Ne? Also von daher ist es auf jeden Fall nicht wirklich ratsam, da irgendwie 0 Uhr einzutragen, sondern wie gesagt, wenn man jetzt hier die Standardeinstellung, so wie wir sie vorgegeben haben, 8 bis 22 Uhr lässt, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, das ist mir gerade noch eingefallen zu der Uhrzeit. So. Alright, dann würde ich sagen, ich glaube, das war's fast, was ich jetzt hier an E-Mails bekommen habe. Dann gehen wir mal die Fragen im Chat durch.
Kannst du mich ja ein bisschen unterstützen, Nelson, wenn du noch da bist? Natürlich bin Falls ich ich irgendwas da. übersehe. Tatsächlich hatte ich die erste Frage gesehen zum Thema VPOC von Reinhard 18:05. So, ich sehe gerade, das ruckelt, also ruckelt mein Bild, oder was? Nee, das war ganz am Anfang, wo du das halt auf Vollbild hattest, aber das ist ja bekannt bei GoToWebinar. Ah ja, okay. Gibt es später noch die Möglichkeit, also sorry, Nelson, was hast du gerade gesagt? Ich war abgelenkt. Nein, kein Problem. Reinhard hatte eine Frage 18:05. So. Warum hat der V-Web unterschiedliche Werte in den verschiedenen Timeframes? Das ist eine sehr gute Frage, Reinhard. Das darf nicht sein, wenn das doch der Fall ist. Wenn das doch der Fall ist, dann ist auf jeden Fall irgendwas nicht richtig, ne? Was mich, genau, das ist ein sehr guter Punkt, weil es kann immer mal wieder sein, dass die Daten irgendwie nicht richtig runtergeladen werden können. Das kann verschiedene Ursachen haben. Also zum einen, dass man selbst irgendwie sag ich mal, nicht so eine gute Internetverbindung hat. Es kann sein, dass dass der Server gerade irgendwie ein bisschen Probleme hat und dass die Daten nicht schnell genug quasi rübergeschoben werden können. Und das kann immer wieder sein, dass, wie gesagt, dass entsprechend Daten nicht wirklich geladen werden können. Und ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt, ist, wenn die Sachen springen. Also wenn jetzt hier der V-Web, wenn man jetzt den Timeframe wechselt und er würde springen oder auch der POC und so, wenn der springen würde, dann weiß man, hey, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Weil die ganzen Volumendaten sind ja entsprechend zeitunabhängig. Das heißt, das ist jetzt, weil wir ja vom Future Beginn bis Future Ende das Ganze berechnen, ist egal, ob ich jetzt im M1 bin oder ob ich jetzt im H1 bin, weil die Werte, der POC, der ist immer derselbe. Und genau, wenn die Sachen springen, dann ist das ein Anzeichen davon, dass irgendwas nicht stimmt. Und da gibt es jetzt so ein paar Sachen, die man selbst mal so überprüfen kann, wo man gucken kann, okay, liegt das vielleicht irgendwie an meiner Maschine, liegt das jetzt irgendwas an irgendwas anderes und so. Und zwar gehen wir als erstes mal dafür in die Indikatoreinstellungen. So, gehe ich jetzt hier auf VPOC und dann auf Eigenschaften. So, da gibt es ja so ein paar Felder. Und zwar, was hier wichtig ist in dem Moment, ist hier Enable Network Blocks. Ne? Also, das heißt, das kann ich jetzt auf True setzen und dann heißt das, okay. Zeige mir bitte, was jetzt für Meldungen kommen, wenn ich jetzt die Sachen irgendwie versuche herunterzuladen. So, was heißt das im Prinzip? So, das schalte ich jetzt auf True. Und entsprechend, wenn ich jetzt dann mein Terminal, also im Terminal werden ja so Meldungen dann ausgegeben von so verschiedenen Indikatoren. Das heißt, wenn ich das jetzt aufmache, da sieht man, hier sind die entsprechend die Meldungen. Und wenn ich jetzt nochmal erzwinge, dass die Sa Sachen heruntergeladen werden, also Steuerung, Refresh drücken. So, dann sieht man, hier tauchen jetzt irgendwie keine Meldungen auf. Das ist gut, weil wenn keine Meldungen auftauchen, heißt das, okay, alles klar, alles in Ordnung. So, ich habe vorhin mal einen Screenshot gemacht von einer Sache, wie es nicht sein sollte. Also, ich habe einfach mal die Internetverbindung gekappt vorhin. Habe ich gedacht, im Webinar das zu machen, ist vielleicht nicht so clever. Von daher habe ich es vorhin gemacht. Habe ich entsprechend die Internetverbindung gekappt und habe versucht, die Sachen runterzuladen. Und dann kam hier in dem Terminal die folgende Meldung, ne, Internet Connection Error, Error Code sowieso. So, wenn man das sieht, dann weiß man, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann kann man zum Beispiel, ne, bei FXFlat oder am Support quasi das Ganze mitteilen, sagen, hey, ne, ich versuche hier VPOC zu nutzen, aber ich habe da irgendwie ein Problem. Ne, und der zeigt mir jetzt hier Errorcode ne, 12.007 an. So, das hilft uns, das hilft dem Support weiter, weil wir wissen dann, okay, Moment mal, das stimmt jetzt hier an dem Ende oder an dem Ende irgendwas nicht. So, also, ne, wie gesagt, entsprechend die Network Logs hier auf True setzen
und dann mal gucken, was passiert. Was man auch versuchen kann, was man probieren kann, ist hier, es gibt noch den zweiten Punkt, Network Timeout. Das heißt, wenn man weiß, man hat irgendwie eine Internetverbindung, die jetzt nicht so gut ist, beziehungsweise man hat das Gefühl, dass da irgendwas relativ langsam ist, dann kann man hier die Network Timeout hochsetzen. Ne? Also hier steht 2000, das sind Millisekunden, das heißt 2 Sekunden. Das bedeutet, der Client geht hin und guckt, schaffe ich es innerhalb von 2 Sekunden, mir die Daten, ne, vom Server runterzuladen. Wenn das nicht innerhalb von 2 Sekunden passiert oder wenn es nicht innerhalb von 2 Sekunden schafft, die Daten komplett runterzuladen, dann wird der Vorgang abgebrochen. Also von daher kann man einfach mal ein bisschen rumspielen und kann auch sagen, okay, komm, ich erhöhe das Ganze hier und sage entsprechend, mach das hier 4000. Das heißt, ich warte 4 Sekunden, bis er wirklich alles runtergeladen hat. Und so kann man sich dem Ganzen nähern und der ganzen Sache nähern. So, wenn das immer noch nicht funktioniert, beziehungsweise wenn es nicht weiterhilft, dann auf jeden Fall den Support kontaktieren, weil dann gibt's ein Problem und ne, das darf und sollte auf jeden Fall nicht sein, dass hier die Werte entsprechend springen, wenn man den Eine Timeframe wechselt. Zwischenfrage, ein Teilnehmer schreibt, dass er diese Einstellmöglichkeiten nicht hat. Das ist ja, also dann ist die Frage, dann mal, soll ja mal, ach so, MT4 oder MT5? Wurde hier nicht geschrieben, müssten die Ja, vielleicht auch mal kurz. MT5 schreiben jetzt einige Teilnehmer tatsächlich. Okay, dann mal die Version kontrollieren. Das müsste jetzt hier 2.6, 26.12 sein. Ne? Und wenn man die nicht hat, dann einfach mal ein Update machen, aber fast sicher, dass die so online ist, weil ich die vorhin auch noch so installiert habe, meine ich. Über den Installationsmanager. Also, wenn nicht, dann müsste ich da nochmal nachgucken, dann was da, ob die, also bin mir fast sicher, dass die online sein müsste. Aber wenn nicht, wenn wirklich mehrere Teilnehmer das nicht haben, dann muss ich doch mal die Version kontrollieren, die quasi jetzt auf dem Server liegt und nicht, kann ja sein, ne, dass ich benutze ja manchmal zu Testzwecken quasi eine andere Version, aber dann sollte ich die vielleicht dann nochmal hochladen. Ja, es kamen jetzt einige Rückmeldungen tatsächlich. Auch nach dem Okay. Update nicht, schreibt ein Teilnehmer. Ja, dann eine kurze Rückfrage von mir noch. Habt ihr denn, wenn ihr jetzt hier auf Indikator und dann VPOC-Einstellungen und dann gibt es ja hier den Reiter Kammen, was ihr hier quasi für eine Nummer habt, also diese B-Nummer, die würde mich dann mal interessieren. Wenn ihr das kurz in den Chat schreiben könnt. Genau. 2651 schreiben einige Teilnehmer hier. Ja, okay, dann weiß ich auf jeden Fall wieder, woran es liegt. Ja, okay. Ja, hat sich da wieder eine ältere Version quasi auf den Server geschlichen. Ne? Also ich weiß, woran es liegt und was das Problem ist, wird auf jeden Fall behoben. Also zeitnah, dann kriegt ihr die neue Version, wo man diese Sachen dann auch einstellen kann. Definitiv. Gut, so. Ja, dann geht's weiter mit Michael, 18:07. 18:07, Michael. So. Wenn ich die VPOC-Zeit verändere, habe ich sehr oft das Problem, dass der VWAP und der OVP nicht angezeigt wird oder er wird nur bis zu maximal Timeframe H1 angezeigt. Ja, das ist auch richtig und das ist auch korrekt so, weil, also ab über H1 ist sowieso Schluss, weil ganz einfach er das sonst hier nicht mehr matchen kann. Also, ne, es wird ja geguckt, ne, ich habe jetzt hier 8 Uhr eingestellt und dann wird halt geguckt, okay, ich zeichne das jetzt von 8 Uhr bis 22 Uhr. So, wenn ich jetzt irgendwie D1 zum Beispiel einstelle, ne, dann fängt das ja um 0 Uhr an. Das heißt, 0 Uhr findet er hier nicht. Ne, und deshalb wird es nicht angezeigt. Ich kann das Ganze simulieren, indem ich bin jetzt hier im H1, würde ich jetzt zum Beispiel hier eintragen, hey, ich trage jetzt hier ein, ne, 8:15 Uhr.
So. Dann stimmt der ganze Bums nämlich hier schon nicht mehr. Dann findet er nämlich die Daten nicht. Man sieht auch, das ist ja ganz, ganz komischen Murks, den er jetzt hier gerade macht, weil er die Daten einfach nicht mehr matchen kann. Ne? Also, wenn ich jetzt in den 15-Minuten-Chart gehe, weil ich ja hier eine Stückelung von 15 Minuten eingegeben habe, dann stimmt der ganze Bums auch wieder. Das muss man natürlich auch noch auf dem Schirm haben. Stimmt, gut, dass du die Frage gestellt hast. Also, wenn ich hier 15 eingebe, dann maximal im 15, ne, Chart kann ich nutzen. Gebe ich jetzt hier, sage ich mal, 8:30 Uhr ein, ne, dann kann ich maximal bis zum M30-Chart das Ganze nutzen, aber der H1 zeigt mir nichts mehr an. Und ne, wie gesagt, 8 Uhr oder wenn ich die volle Stunde nehme, dann entsprechend kann ich mir bis zum H1 die ganzen Sachen anzeigen, aber nicht mehr quasi H4 oder H2 oder H3 oder D1. So. Okay, ich möchte mich da ganz kurz mal bei allen Teilnehmern bedanken für die vielen Fragen, hier tatsächlich im Chat, sehr aktiv heute. Allerdings möchte ich ganz kurz betonen, es geht ja heute um VPOC. Dementsprechend werden auch VPOC-Fragen priorisiert, weil wir ja zwischendurch mal auch andere Themen hier haben. Also da nicht böse sein, wenn wir da die VPOC-Fragen zuerst angehen. Dann geht es weiter mit Andreas, 18:18 Uhr. Andreas, 18:18 Uhr. So, er schreibt, meine Frage, ich bekomme in manchen FDAX keine Daten, kein VWAP und so weiter, Trade in Mini und Mikro, beim Großen geht alles. Woran liegt das? Also Andreas, ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt ein FX, wenn das jetzt ein FX Flat Konto ist, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Bei anderen Brokern gibt es da andere Sachen, aber bei FX Flat wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt irgendwie das Problem sein könnte. Weil ich kann es jetzt hier auch mal mit dem DAX probieren. DE30. Da ist es. So. Also ich habe ja hier auf jeden Fall die Daten auch drin, wie man sieht. Das sieht soweit auch alles korrekt aus. Ich kann mir hier mal Symbol. Hier muss auf jeden Fall auch FDAX drin stehen. Also kann ich dir jetzt so nicht sagen, woran das liegt. Also es scheint auf jeden Fall kein generelles Problem zu sein. So, warte mal, ich schreibe weiter noch. Wäre super, wenn man die Linien vom POC und so größer machen könnte. Ja, genau, das wurde ja in einer anderen E-Mail auch schon quasi genannt, der Wunsch. Prinzipiell richten sich die Linienstärken, also ich habe sie ja hier relativ dick bei mir auch drin, ne? Die Linienstärken richten sich hier nach dem Zoom-Faktor, den man jetzt hier im Serra Trader einstellen kann. Das heißt, ich habe hier einen relativ großen Zoom-Faktor eingestellt, 1,5. Dadurch ist das Ganze hier auch relativ groß bei mir, sowohl das Panel und dementsprechend richten sich auch die Linien danach. Aber ja, sehe ich auf jeden Fall ein, dass es irgendwie ganz, ganz sinnvoll wäre, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte aber explizit nur diese Linienstärke irgendwie 2, 1,5, wie auch immer haben. Definitiv. Ja. Herr Timo, ich habe die Frage so verstanden, vielleicht hilft es, aber da kann der Teilnehmer mich auch korrigieren, Ja. dass der Teilnehmer selber die Futures handelt und für FDAX, ich gehe mal davon aus, dass ihr die FDAX-Daten entsprechend berechnet, aber eben nicht für den Mini-Future DAX und Mikro-Future DAX. Habt ihr dafür auch Daten?
So verstehe ich die Frage. Okay, warte mal. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Nein, also für den Mikro haben wir keine Daten. Aber die Frage ist, ob es halt Sinn macht, wenn er jetzt den Mikro handeln will, ob er nicht trotzdem die Daten von dem großen Future quasi, also von dem Mini auf den Mikro quasi matchen will. Ne? Und das geht im Prinzip auch im VPOC relativ einfach, wenn man jetzt hier, also ich habe hier leider das ist jetzt hier ein Demo-Konto, deshalb habe ich jetzt hier keine Future-Daten. Das geht relativ einfach, indem man hier bei Symbol, achso, ich bin jetzt hier im FDAX, wenn ich jetzt hier in den DAO gehe. Das heißt, was du machen musst, Andreas, ist, du musst hier bei Profildaten entsprechend JM einstellen, obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob man das im Future ändern kann. Ne? Also wenn du VPOC geladen hast, ne, dann musst du hier unter Profildaten JM einstellen und normalerweise steht da irgendwie MJM oder so drin, aber wenn du hier JM einstellst, dann findet er quasi die Daten oder findet das VPOC die Daten vom großen Future, also vom Mini YM und zieht die quasi runter und packt die auf dem Mikro drauf. Wenn das die Frage war. So. Okay, dann machen wir weiter mit Martin, 18:30 Uhr. Ich glaube, du hast die Frage schon beantwortet, aber kannst du nochmal schauen und gegebenenfalls ergänzen. 18:30 Uhr, hast du gesagt? Ja, genau, Martin. Das darf nicht sein. Ne? Also er schreibt nochmal, im M5 oder M15 oder H1 wird VWAP und OWP, okay, OWP klammern wir mal aus, da sage ich gleich was zu, wird VWAP abweichend dargestellt, zum Beispiel 20 Punkte höher oder tiefer, etc. Das war die Frage, die wir uns in der Gruppe gestellt haben. Also, VWAP, okay, das muss ich noch ein bisschen näher ausholen, glaube ich, oder ein bisschen weiter ausholen, weil mir da gerade noch was anderes einfällt. Und zwar, was ich nicht ändern darf, ist Point of Control, die Value Area, also VAL, VAH und der VWAP. Ne? Also machen wir das hier mal aus. Ups. So. Also im Prinzip VAH, POC, VAL und das Ding, das sind die Sachen, die sich nicht ändern dürfen. Die müssen in jedem Timeframe gleich bleiben. Was sich jedoch ändert, was Zeit oder Timeframe, Zeiteinheit abhängig ist, ist der OWP und hier SUP, also Supertrend. Ne? Das sind die beiden Sachen, die werden sich ändern und sollen sich auch ändern und müssen sich auch ändern, wenn man entsprechend den Timeframe wechselt. Das ist soweit korrekt, aber wie gesagt, die anderen Sachen nicht. Und was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, ist, also wir haben ja hier diese Volumenglocke, die hier entsprechend, ne, so gezeichnet ist. So. Und das war eine Frage, die mir gerade in dem Zusammenhang einfällt, die auch schon oft gestellt worden ist. Ja, hier mal der Point of Control wird hier eingezeichnet, aber normalerweise müsste doch hier die längste Linie müsste der Point of Control sein. Ja, jein, ist in der Regel richtig, jetzt beim VPOC hier nicht. Weil diese Volumenglocke, ne, die wird ein bisschen anders berechnet jetzt und orientiert sich nicht an den Daten, die quasi vom VPOC oder vom VPOC-Server kommen. Oder nicht zu 100% auf jeden Fall. Ne. Von daher kann es sein, dass der Point of Control hier irgendwo liegt und diese Linie, die man hier sieht, diese gelbe Linie hier, nicht unbedingt die längste Linie ist. Ne. Wenn man das Ganze jetzt natürlich auf dem Server direkt machen würde, dann ist es immer so und muss auch so sein, dass die längste Linie letztendlich auch der Point of Control ist. Jetzt hier im VPOC, wenn man das Ganze auf dem CFD mappt, kann es auch sein, dass auch nicht die längste Linie mal der VPOC sein kann. Das ist jetzt in dem Sinne dann kein Fehler. Ne? Also da nicht denken, okay, komm, das rechnet irgendwie nicht richtig und da ist irgendwas falsch. Das ist nicht der Fall, sondern ne, hier kann es auch sein, dass auch mal eine kürzere Linie definitiv der Point of Control sein kann und das ist auch korrekt so.
Gut, so, jetzt haben wir es auch schon 5 vor, ne? Also die Zeit, die rennt ja auf jeden Fall. Wie viel haben wir denn noch? Hältst, hast Ich glaube noch 3 Vorburgfragen. Okay, dann würde ich sagen, die machen wir noch und Dann dann. jetzt eine größere Frage bzw. einen größeren Text von Patrick, 18:35 Uhr. Ach du Jemine, da sind ja die 5 Minuten mit dem Lesen schon um, Mensch. So, ich lese das Ganze mal vor. Hallo Nelson, hallo Timo, ich habe eine Frage, Anmerkung. Leider funktioniert das VPOC seit ca. 3 Monaten nicht mehr so gut. Vor allem in den amerikanischen Indizes stimmen die Werte zum Beispiel für POC, VWAP, OVP oft nicht. Der VWAP kann senkrecht sein oder irgendwo hängen, wo gar kein Volumenkurs ist. So, machen wir hier mal kurz einen Stopp. Weil gerade zu dem Punkt, er kann irgendwo hängen, wo kein Volumen ist, ist nämlich auch so, dass auch wieder so der Fall. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier diese Darstellung nimmt, dann würde jeder sagen, hey, Moment mal, das stimmt doch nicht, das kann doch nicht sein, weil der VWAP, der fängt hier oben an. Hier oben war ja im Prinzip gar kein Volumen. Also wenn man jetzt einfach nur diesen Bereich hier betrachtet, ne, diesen Bereich hier, dann haben die Kerzen hier angefangen. So, das heißt, der VWAP, der müsste auch irgendwo hier anfangen, ne, und dürfte nicht hier quasi in der Luft anfangen. Das ist auch so komplett alles richtig, aber das knüpft so ein bisschen an dem an, was ich ganz am Anfang erklärt habe, dass diese zeitliche Darstellung, die zeitliche oder das, was man jetzt zeitlich einstellen kann, nur die Darstellung betrifft, aber nicht die Berechnung. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier mal auf, sagen wir mal, 2 Uhr einstelle, ne, dann sieht man entsprechend, dass der VWAP quasi hier anfängt und sich dann entsprechend so runterschlängelt. Ne? Das heißt, der beginnt nicht irgendwo in der Luft, sondern er beginnt halt 0 Uhr, beziehungsweise dann, wenn der Future aufmacht. Und dann wird halt gerechnet, immer die 24 Stunden. Von daher ist das soweit korrekt, dass der jetzt hier hängt und auch so runterkommt. Und der hängt nicht in der Luft. Der hängt in dem Moment in der Luft. Also man kann es so sagen, wenn man jetzt hier entsprechend 8 Uhr eingibt, weil dann einfach nur im Prinzip der VWAP hier abgeschnitten wird. Ne? Deshalb kann man denken, okay, der hängt in der Luft und die Berechnung kann nicht stimmen. Aber nochmal, der wird vom Future Beginn an, immer vom Future Beginn an berechnet. Von daher ist das soweit auf jeden Fall in dem Moment korrekt. So, der VWAP kann steigen, wenn der Markt fällt und so weiter. Refresh bringt auch nichts. Das kann auf jeden Fall nicht sein. Da hast du recht, Patrick. Also der VWAP kann nicht steigen, wenn der Markt fällt. Das ist soweit nicht möglich. So ist es beim POC auch sehr oft. Im DAX kann es sein, dass die Werte einigermaßen stimmen. Es wurde schon alles versucht. Vielleicht kann man hier einen kompletten Reset machen. Also mit Reset, ne, wie gesagt, kannst du versuchen, auf jeden Fall hier eine Runterladen-Steuerungstaste und dann Refresh drücken. Ansonsten, wenn das alles auch nicht klappt und funktioniert und wie gesagt, die Daten, also es ist immer relativ einfach, zu kontrollieren, zu gucken, ob die Sachen richtig berechnet werden oder nicht. Wenn man den Timeframe wechselt und die Sachen springen hin und her, springen wild hin und her und diese ganzen Sachen wie neu runterladen und hier entsprechend, ne, hier die Sachen, die ich hier eben gezeigt habe mit Network Logs und Network Timeout, so rum, wenn die alle nicht fruchten, ne? Dann auf jeden Fall den Support anschreiben, weil dann stimmt irgendwas nicht. Es kann auch mal sein, dass der Server irgendwie ausfällt oder so. Das hatten wir auch schon mal gehabt in der Vergangenheit, dass entsprechend der Provider, wo unser Server quasi ist, der hat einfach den Server mal neu gestartet und ist ausgeschaltet, weil er meint, okay, da müssen jetzt irgendwelche Updates gemacht werden, hat uns aber vorher nicht informiert. Und dann war das Ding irgendwie offline und die kriegen das dann auch nicht sofort immer mit, sondern kriegen das dann halt erst mit, wenn man merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Also von daher dann auf jeden Fall den Support kontaktieren und dann können wir uns das näher anschauen. So,
Genau, Patrick. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Wir machen weiter mit 18:38 Uhr, Michael. 18:38 Uhr. Bei mir funktioniert der VWAP und der OWP im DAX Future überhaupt nicht. Auch für den Hinweis, gucken, ob er hier entsprechend in den Symboleinstellungen hier zum Beispiel JM hinterlegt ist, beziehungsweise im DAX muss es FDAX sein. Also hier Einstellungen, Setup, hier Profildaten muss FDAX drinstehen. Wenn da irgendwas anderes drinsteht, manchmal steht da auch drin, zum Beispiel der Kontraktname, also zum Beispiel. Was ist jetzt beim DAO ist es, glaube ich, YMH22, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Manchmal steht er auch hier drin, ne, der Kontraktname. Dann findet er oder das VPOC, aber entsprechend die Daten nicht. Ne? Also von daher muss man dann einfach hier entsprechend YM eintragen. Und dann sollte er die Daten finden und die Sachen sollten dann auch angezeigt werden. So, dann eine kurze Zwischenfrage bezüglich deinem MetaTrader Downgrade Tool. Betrifft das MT4 oder MT5 oder beides? Nur MT5. Also die Probleme sind jetzt irgendwie auch nur beim MT5 bekannt, weil irgendwann hat MetaQuotes da mal irgendwie ein Update rausgehauen. Ne? Und das betrifft nur den MT5, nicht den MT4. So, dann die letzte Frage für heute, 18:57 Uhr von Fari. 18:57 Uhr. Ja, okay, er schreibt, ich kriege im Log den Fehler VPOC XC No Data 7 nach Refreshen. Da würden mich jetzt mal zwei Punkte interessieren. Zum ersten, was hast denn du für ein Betriebssystem und was ist deine Sprache, die du eingestellt hast beim Betriebssystem? Also die Meldung heißt erstmal, dass er die Daten vom Server nicht runterladen konnte. Das ist die Meldung. Das heißt, er kann die Daten nicht runterladen aus irgendeinem Grund. Ne? Ich würde Folgendes vorschlagen, Fari. Schreib mal die ganzen Infos auf. Ne? Also ich brauche quasi die Infos, welches Betriebssystem, welche Sprachversion von dem Betriebssystem du hast. Ne? Und die ganzen Daten inklusive der Logdatei nochmal, diese Meldungen schickst du nochmal bitte an den Support. Und dann müssen wir uns mal genauer das angucken. Das kriegen wir jetzt so hier in dem Webinar jetzt nicht auf die Stelle gelöst. Das heißt auf jeden Fall, er kann die Daten nicht runterladen. Und da muss man mal schauen, ne, warum das jetzt genauso ist und wie man das irgendwie behoben kriegt. Ja, wunderbar. Dann haben wir das geschafft. Gut, also prima. Dann sind wir durch, würde ich sagen. Also, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und so ein paar Sachen sind jetzt vielleicht so ein bisschen klarer, gerade was so die Funktionsweise und Arbeitsweise vom VPOC angeht. Vielleicht hat das ja dem einen oder anderen geholfen. So, wie gesagt, es gibt immer noch die Weihnachtsaktion, Rabattaktion, 10% quasi auf meine Tools. Ansonsten würde ich sagen, ein paar schöne Feiertage, paar nette Feiertage mit eurer Familie, einen guten Rutsch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im nächsten Jahr. Vielleicht auch wieder bei FX Flat. Gut. Danke, Ja, Nelson. Ich wünsche dir auch nicht. auf jeden Fall, ne, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr nochmal wieder das eine oder andere Webinar zusammen machen können. Würde mich freuen. Ja, meinetwegen wird das nicht scheitern, hör mal. Vielen, vielen Dank für das Webinar heute. Ich glaube, es war wirklich sehr, sehr hilfreich und wie du schon gesagt hast, hat das eine oder andere Missverständnis dann aufklären können.
Vielen Dank dafür, aber auch vielen Dank für die Zusammenarbeit in diesem Jahr, für die Webinar, die wir zusammen gemacht haben. Ich wünsche dir natürlich ebenfalls schöne Weihnachtstage und vielleicht hört man sich noch zwischen den Tagen. Und bei allen Teilnehmern möchte ich mich auch bedanken. Es ist heute auch mein letztes Webinar für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank für das Interesse, dass Sie wirklich da immer zahlreich erschienen sind und das Interesse hatten. Und auch heute Abend für die Fragen auch im Chat hat mir sehr viel Spaß gemacht in diesem Jahr. Wünsche Ihnen natürlich auch schöne Weihnachtstage. Bleiben Sie gesund und natürlich auch einen guten Rutsch. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Die Termine für nächstes Jahr werden noch bekannt gegeben. Und selbstverständlich auch, wenn Ihnen das Format gefallen hat, dann würde sich FXZ über Bewertungen auf den verschiedenen Portalen sich freuen und bedanke mich an der Stelle dafür. Und ja, dann einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche noch und bis bald. Tschüss zusammen.